goldenen Jahre von Rapid, damals in den 50ern, mit Walter Zehmann, Ernst Happel oder Gerd Hanapin. Sie haben die Kindheit von Manfred Meyer geprägt. Schon im Alter von 10 sammelte der Rapid-Anhänger Spielerporträts und Autogramme. Jetzt hat er sein Album dem Rapideum verliehen. Gehe immer Zeit zu Zeit kibitzen beim Training und habe es dort einem Fan gezeigt. Und der hat den Hädel herbeigerufen und gesagt, geh Mundi, komm her, schau dir das an. Und wie Raimund Hädel gesehen hat, das Autogramm von Zehmann, wollte er das sofort haben. Sag ich, na, das kann ich da nicht geben. Und hat dann mal auf die Idee gebracht, sagt er, na, vielleicht für so ein Museum. Und das war der Gedanke dann, dass ich gesagt habe, ich rufe dort an. Und so habe ich Verbindung bekommen mit Herrn Rosenberg und nach einem netten Gespräch ist das hier gelandet.